Hallo zur 24. Folge von meinem Minecraft-Let's Play. Also ich werde jetzt einfach weiter die Kisten einräumen, aber die Steine, die werde ich jetzt doch nicht hier in die ersten paar Reihen machen, weil ich brauche da bestimmt mehrere Kisten für, daher werde ich es einfach hier hinten dran machen. Oh, das Schild ist abgegangen. Naja. So. Komm. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum es abgegangen ist, aber es ist abgegangen. So. Dann werde ich jetzt noch die restlichen Steine holen gehen. Hier ist noch Bruchstein. Und ja, das sind alles andere Sachen. So. Hier ist noch Stein. Also da ist noch Bruchstein. Was soll ich jetzt? Ja, die Steine, die mache ich einfach direkt darunter. So. Und ja, die Sachen kann ich eigentlich auch mitnehmen. Dann hier sind auch noch Steine. Hier, das nehme ich auch mit. Das kann ich auch da mit reinordnen irgendwie. Hier oben. Hier ist noch Bruchstein. Dann da. Da ist noch Diorit. Das kann ich auch gleich ordnen. Und hier sind auch noch so verschiedene Gesteinsarten. So. Gut. Würde ich das jetzt erstmal hier hoch machen und sortieren. So. Also alles, was Bruchstein zu tun hat, kommt dort oben rein. So. Dann der normale Stein, würde ich sagen, der kommt direkt darunter. Oder alle anderen Steinarten eigentlich. Weil da habe ich dann nicht ganz so viele von. So. Hier noch. Das kann ich ja später immer noch umräumen, wenn es mir nicht mehr gefällt. Und dann würde ich sagen, als nächstes kommen die Erze dran. Oh, ich glaube, meine Mutter kommt gerade nach Hause, weil mein Hund im Hintergrund quietscht. So, hier ist ein Erz. Ja, man hört ihn bellen. Obsidian kann ich eigentlich... Nee, oder? Nee, Obsidian mache ich woanders rein dann. Sind hier noch Erze? Ja, das ist Netherzeug eher. Dann hier sind ganz viele Erze. Kohle und das ganze Zeug. Obwohl Redstone, das, ich glaube, da mache ich lieber eine eigene Kiste für. Mein Hund bellt immer noch im Hintergrund. Also den hört man jetzt halt ab und zu, weil der ist halt am Kläffen. Hier. Nee, Lapis mache ich ja da drüben rein, in den Enchanting-Raum. Und hier sind noch Erze. Gut, also das kann ich einfach mal schmelzen schon mal. Das hier auch und das hier auch. So. Dann bringe ich schnell das Lapis weg. Und gehe schlafen, weil es wieder Nacht wird. Ja, ich hoffe mal, der hat jetzt aufgehört rumzukläffen. Weil ansonsten muss ich gleich mal nachschauen gehen, was da los ist. So. Oh. Also, hier kommen jetzt die Erze rein. Da halt die wertvollen Sachen. Kohle auch. So. Ja, mal gucken, was ich sonst noch so habe, was ich wegräumen muss. Ja, cool, lauf du schön im Feld rum, du machst es eh kaputt. Aber bald baue ich ein neues, irgendwo anders, wo es größer ist. So habe ich jetzt noch ein kleines Gespräch mit einer Kuh geführt. So, die Erde, die grobe Erde nehme ich auch mit. Dann hier ist noch Erde. Grobe Erde. Hier ist auch noch überall Erde. Und hier
Nein, hier ist mal keine Erde. Weil hier ist noch Erde. So. Und hier kann ich auch gleich das Loch vom Creeper nochmal stopfen. So. Sieht es wieder aus wie vorher. Gut, die Erde. Wo mache ich die hin? Erde könnte ich vielleicht... hierhin mache ich die Erde einfach. So, und die grobe Erde kommt da auch mit rein. Gut, und hier sind noch Steine. Ja. Und dann hole ich als nächstes, glaube ich, das Holz. Die Folge ist jetzt halt ein bisschen langweilig, weil ich die ganze Zeit nur hin und her renne und Kisten sortiere. Ja, eigentlich hätte ich das auch offscreen machen können. Ich muss mal was essen kurz. So. Oder? Nee, ich glaube, ich werde jetzt einfach hingehen und das offscreen machen. Weil das ist sonst zu langweilig zum Zuschauen. Wo habe ich jetzt mein Zeug hingelegt? Hier ist eine Spitzhacke. Ah, okay, hier ist mein Schwert. Meine Axt. Ja, meine Schaufel, die hatte ich ja weggemacht. Dann hier nehme ich mir mal ein bisschen. Ja, ich sortiere das einfach nachher am Offscreen. Das ist, glaube ich, am einfachsten. So. Dann auch hier rein. Aber ich nehme mal noch ein bisschen mehr Steg mit. Gut. Weil ich möchte dort unten irgendwo noch ein Feld bauen. Und da gehe ich dafür jetzt einfach mal runter und fange damit an. Ist, glaube ich, spannender, als wenn ich die Kisten jetzt sortiere. So, schnell runter. Hallo Kuh. Nimmst du ein Bad? Schön. Eine badende Kuh. Oh, und das war jetzt gerade mein Handy. Das war von meiner Nachrichten-App. Da kriege ich dann mal so Push-Up-Mitteilungen und ja, die nerven halt manchmal. Ich könnte die auch ausmachen, aber irgendwie hätte ich jetzt bis jetzt noch keine Lust. So. Also. Ich denke, ich werde das alles auf die Höhe hier runterbringen. So, erstmal das komplette Gras weg. Alles schön weg. Und hier geht eine Treppe runter, also so eine Stufe. So. Dann hier entlang. Weil dann werde ich hier ein großes Feld machen, nicht nur so was Kleines, wie ich da oben zur Zeit habe. Noch schön mit... Also halt nicht diese normalen... Zäune, wie es in Minecraft gibt, sondern so einen richtigen Zaun bauen. Also wie so eine Mauer ein bisschen. Ja. Und ich denke, das wird dann ganz gut aussehen. So, dafür muss ich aber erstmal komplett Dreck hier weg. Weil dann mache ich dort in die Wand, wo das Feld jetzt ist, die Öfen rein. Dann ist da vor meinem kleinen Häuschen oder was es auch immer sein soll. Ich weiß selber gar nicht genau. Mehr Platz auch. So. Gras muss weg. Ach, da ging es runter in die Höhle. Egal. Da kann ich irgendwie einen anderen Weg runterbauen. So. Dann mache ich jetzt lieber mein Feld hin. So. Hier noch, hier drin. So. Also. Nein, das muss wieder weg.
Wenn ich das jetzt so mache, dass so eine ganz steile Treppe runter geht, dann könnte ich noch mehr mit rausholen. So. Oder soll ich das lieber komplett auffüllen? Das ist jetzt halt die Frage. Also das will ich auf jeden Fall mal füllen. So. Aber es soll ja auch noch gut aussehen. Ich habe auch nicht mehr besonders viel Dreck. So. Den verbaue ich jetzt noch schnell. Ja, das war's. Ja, und das war's jetzt auch wieder mit dieser Folge hier. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und danke fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!